näher zusammengebracht hat. Weil wir sagen können, dadurch ist die Welt kleiner geworden. Sie trifft auch deswegen, weil die Tatsache der Migration, die Kontakte zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen immer wieder neu vermehrt. Es ist für alle Seiten auch im guten Sinne eine Herausforderung, im wahrsten Sinne des Wortes. Worauf kommt es dabei an? In seinem jüngsten apostolischen Schreiben hat Papst Franziskus betont, eine Haltung der Offenheit in der Wahrheit und in der Liebe muss den interreligiösen Dialog mit den Angehörigen der nichtchristlichen Religion kennzeichnen, trotz der verschiedenen Hindernisse und Schwierigkeiten, besonders der Fundamentalisten auf beiden Seiten. Wir hier in Pfaffenhofen gehen diesen Weg, diesen zunächst menschlichen Weg. Und wir alle, die wir Vertreter von Religionen sind, wissen, dass es dabei nicht darum gehen kann, auf die eigene Identität zu verzichten. Der Papst sagt dazu, die wahre Offenheit schließt ein, mit einer klaren und frohen Identität und den eigenen tiefsten Überzeugungen festzustehen. Deshalb offen zu sein, die Gründe des anderen zu verstehen, fähig zu respektvollen menschlichen Beziehungen zu sein, in der Überzeugung, dass die Begegnung mit dem, der anders ist als wir, eine Gelegenheit zum Wachstum in der Brüderlichkeit, zur Bereicherung und zum Zeugnis. Das ist der Weg, auf dem wir miteinander hier vor Ort fortschreiten können. Ein Weg, der uns mittlerweile zur gemeinsamen Aufgabe und Pflicht geworden ist. So grüße und begrüße ich Sie und euch alle zu diesem Neujahrsempfang der Religionen und verbinde damit die besten Segenswünsche für Sie und für euch persönlich und für Ihre Gemeinschaft. Ich grüße die Vertreter der Stadt, des öffentlichen Lebens, in besonderer Weise den Herrn Bürgermeister und seine beiden Stellvertreter, die heute Abend anwesend sind. Ich begrüße in unserer Mitte sehr herzlich den Dr. Rainer Wetzmein, der hier in diesem Saal kein Unbekannter mehr ist. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten. Schön, dass Sie uns heute Abend empfangen grüßen. Wir Freunde alle miteinander verbindet uns das Anliegen, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Beziehungen, die hineinstrahlen in die Gesellschaft. Und gleichzeitig darf und kann es unser gemeinsames Anliegen der Religionen sein, damit auch deutlich zu machen, dass Religionen nicht überflüssig oder gefährlich sind, sondern in der Tat beitragen können, zu einem respektvollen Zusammenleben. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe und dazu soll auch die heutige Begegnung und Beginn des neuen Kalenderjahres dienen. Gebe Gott, dass wir weitergehen in gegenseitiger Achtung, und in gegenseitigem Respekt und mit seinem Segen. Herzlich willkommen und Ihnen allen einen frohen die Kollegin hat es nur im letzten gesagt. Wenn man in einer Stadt lebt, in der in dieser Form, das ist immer noch nicht gefunden, die große Glaubensgemeinschaft, die katholische Kirche hier bei uns, aber die andere Glaubensgemeinschaft zu einer Veranstaltung einlädt, dann ist das ein sehr gutes Zeichen dafür, wie es in der Stadt mit dem Sonnenschein besteht. Da ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, da braucht man nichts vormachen, da gibt es Konflikte. Den letzten großen Konflikt dann auch, wann Ihnen ausgefahren war, Frage des Moscheebaus der Hohenwarter Straße, eine schon lange währende Diskussion. An der Stelle muss ich mal sagen, ich erinnere mich zurück, als ich ein Kind war, im Jahr 78 und am 84 in die Schule gekommen, da war der evangelische Bischof ein suspektes Wesen. Ja, das ist heute nicht mehr so, heute ist vielleicht der Moslem in Heidereich noch ein suspektes Wesen, aber wenn Sie zurückschauen, die Leute, die dort in der Eier engagiert sind, sind nicht heute erst aufgetaucht, wir haben seit Jahrzehnten die Kriegsfolge, das werden keine anderen Leute sein. Das sind die Leute, die Sie kennen aus dem Berufsleben,
über die Ehe sagen. Nämlich im speziellen Fall über christlich-muslimische Eheschließungen veranlasst wohl durch ein Dokument, das die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern vor 2 Jahren verabschiedet hat, herausgegeben hat als Handreichung für Pfarrer und Brautpaare. Ich beginne mit 2 kleinen Geschichten. Ich begegne einer jungen Frau aus einem kleinen Städtchen im Altmühltal, mir sofort sympathisch wegen der gemeinsamen Heimat. Sie hat Islamwissenschaften in Erlangen studiert, kommt aber, also, was heißt aber, sie kommt aus einer evangelischen Gemeinde, war immer bewusst evangelisch, hat beste Erinnerungen an ihren Konfirmandenunterricht. Durch die Islamwissenschaften lernt sie einen jungen Mann aus Tunesien kennen und lieben. Sie heiraten. Zunächst in der Heimat in Tunesien, in der Moschee, auch auf dem Standesamt. Tunesien gibt es eine Zivilbrauung. Aber dann wünscht sie sich doch den Segen der Kirche für ihre Ehe. Und geht zu der Pfarrerin, die sie konfirmiert hat, und wird abgewiesen. Und geht in Erlangen zur Studentengemeinde und wird abgewiesen. Und geht in Erlangen zur Universitätskirche und wird abgewiesen. Niemand ist bereit. Irgendwie hat jeder Angst, sozusagen die Ehe mit einem Muslim, ich weiß es nicht recht, und dann finden Pfarrer, wenn sie nicht recht wissen, was sie machen sollen, auch immer gute Gründe, nichts zu tun. Nicht alle, aber viele. Und sie hat seitdem keine evangelische Kirche mehr betreten. Geblieben, aber diese Enttäuschung sitzt tief. Daneben eine ganz andere Geschichte aus Weinheim. Ich halte einen kleinen Vortrag, so wie heute Abend, und vor mir sitzt ein selig lächelndes älteres Ehepaar, die mir dann verraten, dass sie auf die goldene Hochzeit zugehen und er ist Muslim aus Jordanien und sie eine gute oberbayerische Katholikin. Und dann sagt sie, wie haben Sie das? Also sie sind wirklich verheiratet, große Familie, 3 oder 4 Kinder und entsprechend Zahl von Enkelkindern. Oder wie haben Sie das denn mit der Trauung gemacht? Ach, sagt die Wüste, war gar kein Problem. Ein Onkel von mir war Benediktinerpater in Schweigelberg. Und dann sage ich, ja, und der? Ja, der hat den Abt gefragt und der Abt hat gesagt, das machst du so und so. Und dann hat er eine wunderbare Trauung für uns gehalten. Vor fast 50 Jahren. Übrigens hat der Benediktiner damals nicht gegen die vielen Kirche gehabt. Der hat, das war möglich, mit bischöflicher Dispens, aber die hat er auch bekommen, einen solchen Gottesdienst zu halten. Die beiden Geschichten führen uns ein in eine schmerzvolle und problematische Geschichte. Zunächst muss man einmal sagen, alle 3 monotheistischen Religionen oder alle 3 abrahamischen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam, sind milde formuliert nicht begeistert, wenn ihre Mitglieder Menschen aus anderen Religionen heiraten. Also bis heute wird zum Beispiel ein Jude oder eine Jüdin mit einem Nichtjuden in der Synagoge nicht kann Mitglied der Synagogengemeinschaft bleiben, das wird respektiert, der nicht-jüdische Ehegatte ist auch zu vielen Veranstaltungen in der Synagoge eingeladen, aber eine liturgische Trauung in der Synagoge kommt nicht in Frage. Und die schräge rechtliche Regelung, dass die Kinder eines jüdischen Vaters und einer christlichen Mutter per se keine Juden sind, ist weiterhin in Kraft. Denn nur die Kinder einer jüdischen Mutter. Alle anderen müssten gegebenenfalls zum Judentum übergehen, auch wenn sie jüdisch religiös erzogen sind. Ich sage das jetzt als Beispiel. Ja, die katholische Kirche ist an dem Punkt eher liberaler als das Judentum, weil eine mit bischöflicher Erlaubnis ein Gottesdienst anlässlich der Trauung eines Katholiken mit einem Nichtchristen möglich ist. Allerdings kommt keine sakramentale Ehe zustande, denn das Sakrament der Ehe könnte sich nach katholischem Verständnis nur 2 Getaufte geben.
Aber es kommt eine Ehe zustande, wenn auch nicht sakramentalen Verständnis. Und sie wird auch mit einem Gottesdienst begleitet. Der evangelischen Kirche ist auch ein bisschen kompliziert, also die rechtliche Regelung ist kompliziert, aber warum ist das so? Warum sträuben sich die Religionen mit unterschiedlichen Begründungen und mit unterschiedlichen Rechtsvorschriften gegen solche Ehen? Ich denke, es gibt dafür letzten Endes zwei Gründe. Der eine ist die Vermutung, dass durch die Ehe mit einem Menschen aus einer anderen Religion die Verankerung in der jeweiligen Religion geschwächt wird. Also das heißt, wenn der Muslim eine nicht-muslimische Frau heiratet, was er darf nach islamischem Verständnis, aber man freut sich nicht so richtig darüber in der Moschee. Und es gibt Gelehrte, die sagen, also eigentlich sollte man das nicht tun. Aber es ist erlaubt, aber es ist nicht geraten, es ist nicht ratsam. Man hat die Befürchtung, dass durch die christliche Frau eben die innere Verbundenheit mit dem Islam beim Mann geschwächt wird. Das ist nicht der Fall. Also wir haben nicht zweierlei. Es gibt Staaten, die haben für verschiedene Leute ein verschiedenes Recht. Also in Indien zum Beispiel heiratet ein Muslim nach anderen Rechtsvorschriften als ein Hindu. Weil der Staat von vornherein sagt, das Familienrecht ist Sache der Religionen und wer einer bestimmten Religionsgemeinschaft angehört, der folgt auch dem Familienrecht, nicht sonst nicht, folgt in den Rechtsvorschriften der eigenen Religionsgemeinschaft. Das ist in vielen Ländern so, aber in Deutschland eben überhaupt nicht. Ich will auch bei uns niemand anfangen. Also, aber das kann man ja trotzdem jetzt sagen, das islamische Recht wird als persönliche moralische Bildung des Muslims verstanden. Und als solche kann er ja nach dem islamischen Recht leben, ohne dass die staatliche Geltung besitzt. Und was sagt jetzt das islamische Recht, in diesem Sinn verstanden, als das, was das Gewissen des Muslims findet, nicht die staatlichen Gewichte, was sagt jetzt das islamische Recht über die Ehe? Erstens, es muss laut gesagt werden, laut nach islamischem Recht sind Zwangsehen verboten und ungültig. Auch nach islamischem Recht sind Zwangsehen verboten und ungültig. Niemand darf zur Ehe gesungen werden, die Ehe muss freiwillig erfolgen, selbst deswegen ein bestimmtes Mindestalter. Es gibt natürlich